Im Mai 2009 hat das Solothurner Volk über die Einführung von Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien entschieden. Die meisten haben vorher gesagt, das ist unmöglich. Vielleicht gibt es eine Mehrheit in der Regierung, wahrscheinlich keine im Parlament, aber ganz sicher keine beim Volk. Über die Mehrheitsverhältnisse in der Regierung sagt man ja nichts, aber immerhin so viel, es war nicht kritisch gewesen. Es hat dann eine knappe Mehrheit im Parlament und eine Wehrschafte beim Volk gegeben. Es war also möglich gewesen. Im September 2009 hat die Bevölkerung über die Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuer abgestimmt. Nach dem Vernehmlassungsverfahren hat man dringend davon abgeraten, die Sache überhaupt ins Parlament zu bringen. Das Parlament hat dieser Vorlage trotzdem mit mehr als 2/3 zugestimmt. Die Bevölkerung hat sie leider abgelehnt. Ein paar wollten zwar den Bonus, aber niemand den Malus. Das ist also unmöglich oder zumindest in dieser Art noch nicht möglich gewesen. Im Juni dieses Jahres hat die Solothurner Bevölkerung über einen Neubau des Bürgerspitals Solothurn abgestimmt. Viele haben gesagt, unmöglich, viel zu teuer und im Umbruch zur neuen Spitalfinanzierung garantiert nicht erfolgreich. Viele davon waren die gleichen, die gesagt haben, der Transfer von der Klinik Allerheiligen nach Alten, eine neue Spitalplanung mit 3 Nachbarkantonen, ein geändertes Spitalgesetz, eine rechtskräftige Spitalliste und auch noch Verordnungen dazu bis Ende 2011, das ist garantiert unrealistisch. Das Volk hat dem Klinikstransfer im September 2010 zugestimmt. Der ist gemeinsam mit den Kantonen Aargau, Basel-Land und Basel-Stadt der Versorgungsbericht fertig gewesen. Nachher hat das Kantonsparlament dem neuen Spitalgesetz zugestimmt. Die Spitalliste ist auch schon lange rechtskräftig. Und zu guter Letzt hat das Volk im Juni dieses Jahres dem Neubau des Bürgerspitals Solothurn zugestimmt. Es war also möglich gewesen. Die beiden anderen Volksabstimmungen aus dem Departement sind auch gut herausgekommen, aber das war einfach solide und unspektakuläre Grundlagenarbeit. Und die muss ganz sicher auch sein. Rückblickend kann ich sagen, der Mut hat sich gelohnt und gelegentlich geht man halt auch auf die Nase. Der Samariterverein Gerlafingen hat mir genau mit dieser Bemerkung am 100-jährigen Jubiläum Mitte September ein Notfallset für Wanderungen überreicht, das ich dankbar angenommen habe. Ich habe mir gedacht, wenn sich die Bevölkerung um die Gesundheit der Regierung Sorgen macht, dann kann das ja nur gut kommen. In der neuen Legislatur wird es 2 Geschäfte geben, wo man mir sagen wird, das sei unmöglich. Die Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien stehen auf dem Prüfstand und müssen in ein paar wenigen Punkten verbessert werden. Der grösste Brocken wird sein, die Altersgrenzen für Kinder zu erhöhen und damit die Bezugsdauer zu verlängern. Ich kann, wie immer, nichts versprechen, aber ich werde daran arbeiten, auch das möglich zu machen. Nach der parteipolitisch motivierten Versenkung vom vernünftigen Gegenvorschlag der Regierung zur schulergänzenden Tagesbetreuung im Parlament und dem prompt darauf folgenden Schiffbruch von der FDP-Initiative in der Volksabstimmung werde ich versuchen, Bewegung im Bereich der familienergänzenden Tagesbetreuung zu bringen. Das ist aus der Optik der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und dem Mangel an gut ausgebildeten Arbeitskräften für die Familie, aber auch für die Wirtschaft dringend nötig. Aus heutiger Sicht ist es scheinbar unmöglich. Ich werde auch an dem arbeiten. Am Anfang der nächsten Legislatur ist vermutlich die Haushaltssituation im Kanton Solothurn unmöglich oder zumindest nicht ganz einfach. Weil ich nicht Finanzdirektor bin, braucht es auch dort jemanden, der Schwierige möglich macht. Wir müssen nicht weit suchen. Der Res Bühmen kann es. Finanzen unspektakulär und Klassen wieder ins Lot bringen. Der Kanton ist in den letzten Jahren stärker geworden und es soll so bleiben. Und damit das in der nächsten Legislatur auch scheinbar Unmögliches kann möglich gemacht werden, brauchen wir einen gesunden Haushalt. Da sind wir uns beide einig. Gelegentlich wird ich auch wieder auf die Nase fallen, aber dafür habe ich als Notfallset und zu wissen darum, dass ich von einer Partei und von einer Fraktion gedreht werde, wo wir den Rücken, auch wenn wir nicht immer ganz die gleiche Meinung hatten, immer wieder gestärkt hat. Und zum Schluss, ich bin immer noch der Jüngste in der Regierung. Ich werde das nach der Wahl auch nicht mehr sein,
das macht nichts, dann bin ich halt der Garant für Kontinuität. Das heisst aber nicht, dass ich den zurücklehnen werde. Aus meiner Sicht muss sich jede Regierung den Herausforderungen der Zeit stellen und dem Parlament und dem Volk Antworten dazu zur Befragung unterbreiten. Das werde ich auch in Zukunft machen, wenn ihr mich auch das Mal wieder nominiert und, so hoffe ich, die Solothurner Bevölkerung mir im März vom nächsten Jahr für 4 weitere Jahre das Vertrauen ausspricht. Besten Dank.